Ja, willkommen zurück zu Mario Kart 7. Hier ist wieder Groffel und wir spielen heute den Spiegelmodus und im Spezialkampf. Ja, diesmal nicht mit Luigi, sondern mit Mimi. Ja, die anderen Kurse habe ich jetzt natürlich auch alle nachgespielt, also zumindest die drei, die wir hier vor nicht ganz so gut abgeschlossen hatten. Ja, ohne Aufnehmen klappt das meistens besser. Obwohl ich sagen muss, ich hatte mal probiert, halt abzubremsen, wenn ein Stachelpanzer kommt, hatte am Ende halt 40 Punkte, 40 Münzen, hat trotzdem keine 3 Sterne gekriegt. Na gut, was soll's. Also sollte man nicht abbremsen, wenn ein Stachelpanzer kommt. Leider darf man darauf nicht wirklich reagieren, sondern man sollte sich scheinbar einfach treffen lassen. Hab ich zumindest daraus geschlossen. Ich habe schon wieder fast vergessen, hier hochzufahren. Nur weil jetzt Spiegelmodus ist. Und jetzt muss ich auch dran denken, in die richtige Richtung zu fahren. Naja, diesmal klappt es aber halbwegs. So. Ja, komm. Super. Ja. Momentan scheint er ruhig zu sein. Da war ein roter Panzer, der uns von hinten getroffen hat, aber der hat nur unser Item zerstört. Also auch nichts Weltbewegendes heute. eine Banane. Ja, ich habe versucht, den NDS noch etwas mehr zu fixieren. Das heißt aber, dass ich an meinen L-Knopf nicht mehr rankomme und ich diesmal meine Items mit X benutzen muss. Und naja, bisher gelingt es mir scheinbar ganz gut, aber es ist etwas unbequem. Okay, da war schon wieder. Ja, passt schon. So. Ach nee, ja, man hört ihn. Hallo, danke. Ach, nervt er mich hier. Ja, jetzt versuch mich mal abzuschießen. Genau. Gut. Wir haben 9 Münzen, das ist okay. Das passt schon mal so ganz gut. Solange kein weiterer Stachelpanzer kommt, dürfte es eigentlich kein Problem sein, jetzt zu gewinnen. Den Roten haben wir auch abgewehrt. Das ist schön. So, jetzt hier rauffahren. Passt. So, jetzt habe ich leider nur so ein Blatt. Muss halt nur gucken, was Koopa da so hinter mir treibt, aber ich sehe das kaum. Dazu. Nein! Oh, was soll das denn echt nicht? Das kann doch nicht wahr sein, oder? Ja, danke. Scheiße. Dadurch fehlen uns jetzt natürlich die Münzen. So eine Scheiße. Ich hätte jetzt natürlich den langen Weg fahren können, aber dann hätte ich natürlich hier die Punkte verschenkt. Weil dann wären wir nur noch auf zweiten gekommen. Mann, nee. Muss das echt sein? Naja. Wenn man sowas mit Münzen einbaut, sollte man den Blitz in der dritten Runde ausstellen. Und generell sollte man in der dritten Runde das Auftauchen eines Stachelpanzers verhindern. Das würde sowieso nur den Spielspaß. Na, danke. Da haben sie mich von der Strecke geschubst. Natürlich jetzt nicht so gravierend schlimm, aber wir müssen jetzt trotzdem erstmal wieder ein bisschen nach vorne arbeiten. Juhu. Ja, komm. So. Hör mal runter. Haha. Hier gibt's noch. Ach, was mache ich jetzt eigentlich gerade? Eigentlich mache ich nur Mist, oder? Naja. Ah, ich muss nach rechts. Ach, ich wollte mich schon wieder nach links schlittern lassen. Mist, ey. Ja, schubst mich noch weiter. Mann, so langsam. Könnte das schon wieder heißen, dass ich den 3 Sterne einfach vermasselt habe, weil ich jetzt schon wieder eine Runde nicht mal erster war. Wer weiß, ich weiß nicht, wie das so zählt. So richtig. Hat das auch, glaube ich, keiner rausgefunden bisher, oder? Legt mir eine Banane davor. Und krieg. Oha, noch eine Banane. So doof hier. Mann, Mann, Mann. Hier sind noch ein paar Münzen, die ich mitnehmen will. So. Da habe ich den Panzer gehört. Ups, jetzt habe ich zweimal drauf gedrückt. Das war nicht meine Absicht. Der hätte mich fast erwischt.
Nein. Jetzt habe ich auch noch das Ding mitgenommen. Oh Mann. Ich fahre eine Scheiße zusammen. Was soll's. Ja, und der wird mich jetzt auch gleich treffen. Okay. Oder auch nicht. Dann tu das halt nicht. Gut. Jetzt halte ich aber ran hier. Gut. Oder auch nicht gut. Alles einfach. Okay. Passt. Puh. Jetzt hätte ich mich damit nicht selbst bald gekickt. Oh ja. Danke. Jetzt sind wir noch da oben gegengeknallt. Oh, ein Pilz. Kann man auf dem dritten nicht mal was anderes kriegen? So, die Kurve. So. Ob das noch klappt, wage ich gerade zu bezweifeln. Scheiße, scheiße, scheiße. Nichts da. Mist. Naja, damit können wir schon wieder den 3-Sterne-Rang vergessen. Egal. Man kann ja nicht alles haben. Scheiße. Irgendwie sage ich zu oft dieses Wort gerade. Mann, Mann, Mann. Ich hoffe wenigstens, dass es mit der Aufnahme klappt. Also wie gesagt, das dürfte jetzt eigentlich nicht mehr verrutschen. Auch wenn ich jetzt hier das verrutsche, aber eigentlich müsste es soweit befestigt sein, dass beides gleich viel verrutschen kann. Also zusammen verrutschen meine ich damit. Nicht verrutschen. Ja, ihr wisst, glaube ich, schon, was ich meine. Es verrutscht halt so, dass es beides dann wieder auf dem gleichen Punkt ist. Und damit dürfte eigentlich keine Verschiebung in der Aufnahme nachher sein. Aber ich merke schon, ich kann so kaum spielen. Zumindest. Nein, nein, nein. Ich krieg gerade langsam einen Krampf im linken Arm, weil er jetzt so komisch rumgreift. Auch wenn er nur das Steuer, hier, ja, das D-Pad-Zeug in der Hand hält, auf der einen Seite, aber dazwischen ist sind halt nochmal eine Befestigung, über die meine Hand gerade drüber gehen muss. Egal, passt schon. Interessiert euch, glaube ich, auch nicht. So, das ist schön, dass ich jetzt Bananen habe, da muss ich wenigstens die ganze Zeit den E-Pad gedrückt halten. Ja. Und nein, das. Oh Mann, nee, Mist, ich. Was mache ich denn? Scheiße. Nehmen wir jetzt ein paar Münzen mit hier. Ja, drängelt, schubst, tut was ihr wollt, aber lasst mich damit in Ruhe. Nee, ich muss mal weiter runtergehen, ich sehe hier kaum was. So, jetzt gucke ich zwar nur ganz knapp über die Kamera rüber. Aber ich denke, das kommt besser. Naja. Es kommt zwar besser, es ist aber unbequem, so zu sitzen. Scheiße. Und mein Arm bewegen. Gut, gut. Na, hier. Du sollst eigentlich auf den ersten Zustand. Deswegen wollte ich ihn vorbeiwerfen. Naja, gut. War doch nicht gut eigentlich. So, ja, er hat seine Banane abgeworfen, das ist schön. Ah, mir fehlen so viele Münzen, das wird eh nichts mehr werden. Naja, ah, fahren wir halt einfach nur noch. So. Dann versuchen wir einfach nur noch Gold zu kriegen. Das andere mache ich dann lieber offline mit dem Sternchen. Boah, Hand, du weh. Nee, irgendwie muss ich mir da noch was anderes einfallen lassen. Das ist doch sehr unbequem. Ich soll sie noch höher stellen. So vielleicht. Ja. Ich weiß nicht, ob man, wie viel man jetzt gesehen hat, was ich getan habe. Wahrscheinlich nicht so. Gut, machen wir weiter. Jetzt kommt die Regenbogenstrecke.
Aber wirklich schon drei Strecken jetzt hinter uns? Ich bin verwirrt. Boah, muss ja, sicher. Die Regenbogenstrecke ist ja eigentlich die letzte. So. Was auch immer. Ja. Jetzt ist meine Konstruktion etwas wackelig geworden. Na gut, ich gewöhne mich ja noch dran. Hebt die linke Hand weiter hoch, Mann. Scheiße. Mann. Nee, da muss ich mir eindeutig was anderes einfallen lassen. Mehr als ein Part werde ich heute dann wohl nicht aufnehmen mit dieser Methode. Ach egal. Ja, das ist nur Gewöhnungssache. Naja. So, ich hätte eigentlich die Pilze für hier aufheben können, da hätte ich abkürzen können. Naja, was soll's. Bringt ja alles nicht mehr. Geht jetzt einfach nur noch darum, nach vorne zu kommen. Hopp. Ja, und wir nehmen den Panzer gleich. So. Na, oh, die habe ich nicht gesehen. Nein. Oh, da bin ich genauer noch auf den Turbo raufgerutscht. Das war so nicht geplant. Der. Ja, nervt mich doch nicht mit dem Scheiß hier. So. Okay. Fahrluigi. Ja, genau, Fahrluigi. Oh Mann. Ich fahre mit meinem Mietersack Fahrluigi. Da sieht man. Ja, genau. Ich bin ja auch erst ein paar Sekunden auf dem ersten. Ja, Cooper, lass mich in Ruhe. So, ab in die Kreise. Ich hoffe mal, dass ich das jetzt hinkriege, wenigstens hier. Schlecht, wie ich mich heute mal wieder angestellt habe. Und da. Aber er ist immer noch vor uns. Na komm. Oh, das ging so knapp vorbei, du. So. Oh, fuck, ey. Ja, Fehl. Kompletter Fehl. Und da kommt noch ein Bulletin, natürlich. So ein Mist, ey. Was habe ich nur getan? Oh Mann, 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 Mann. Müsste sogar Minuspunkte geben. Ich müsste mich selbst bestrafen können. Wir haben einen Stern dafür bekommen. Was für eine Fehlleistung. Gut. 34 Punkte waren es immerhin. War nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ja. Jetzt laufen eigentlich die Credits, aber die laufen unten. Shit. Die könnt ihr jetzt nicht mal wirklich sehen. Wie hier den NDS schneller ab. Muss ich dann die Aufnahme an der Stelle wahrscheinlich umstellen. So. Ja, so halbwegs. Ne? Scheiße. Da klappt mal wieder gar nichts hier. Okay. Ich glaube, die Credits kommen sowieso noch irgendwie an einer anderen Stelle nochmal. Das ist dann egal. Ja. Auf jeden Fall laufen hier die Credits mal kurz durch. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Und ich kann auch viel, ihr seid nicht böse, dass ihr den Anfang der Credits verpasst habt. Hat sowieso jeder schon mal gesehen, der Mario Kart gespielt hat. Also, auch nicht schlimm. Jo, gut. Abschließendes Fazit brauche ich nicht geben, weil wir sowieso noch weiterspielen. Ist ja nun nicht so, dass wir Mario Kart durch hätten. Prinzipiell ist das ja ein Spiel, was man immer wieder spielen kann. Und uns fehlen ja sowieso noch 4 Cups im Spiegelmodus. Jo,
Ich denke mal, ihr habt an der Stelle sowieso schon abgeschaltet. Ach komm, mach die Credits hier zu Ende. Ich weiß, dass da viele, viele Leute beteiligt sind. Man sieht's. Ja. Ganz toll. Network Support. Ja, die sollten wenigstens mal ein bisschen mehr Arbeit leisten, oder? Die könnten sich jetzt mal darum kümmern, dass wenigstens mal der Bug in Wuhu online geblockt wird. Ich meine, ich weiß ja nicht, ob sie sich die Möglichkeit offen gelassen haben, aber rein theoretisch ist es ja möglich, den Bug sowie offline sowie online zu beheben, indem man einfach, natürlich vorausgesetzt, man hat sich wohl die Möglichkeit offen gelassen, ein Update auf die Speicherkarte macht und wenn das Spiel halt startet, dass das Spiel vorher nachguckt, ob halt, ja, da irgendein Update ist oder ein Patch, der halt mitgestartet werden muss, bevor das Spiel starten kann. Und online muss dann halt einfach nur geprüft werden, ob halt die aktuellste Version von Mario Kart drauf ist. So wie bei PC-Spielen schon seit Jahrzehnten üblich. Ja, nur irgendwie hat Nintendo das nicht ganz begriffen. Konsolen sind heutzutage eigentlich auch nur PCs. Zumindest. Aber man kann ja auf der Wii zum Beispiel auch ein altes Betriebssystem drauf haben. Natürlich für die Wii eigene Dinger, aber... Und ich glaube, viel anfangen kann man damit auch nicht. Aber sehr geil. Da bin ich sowieso mal gespannt, was für ein 3DS da später noch alles kommen wird. In dem Sinne. Aber ich bin bisher ein bisschen enttäuscht von Nintendo, dass sie den Bug halt immer noch nicht behoben haben. So. Ich glaube, wir sind am Ende. Juhu. Gut. Ja. Damit würde ich mal diesen Part beenden, würde ich denken. Ja, genau. Danke fürs Spielen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal mit den anderen 4 Cups. Aber die kommen natürlich auch nicht alle in einen Part. Dürfte klar sein. Gut, also. Ciao, euer Gruffel.